Dubai-Immobilienmarkt, glamorous, Glitzer, Boom, Rendite, alles ist geil, Anzüge, let's go. Aber ist er nachhaltig? Das ist die Frage, die ich mit dir in diesem Video beantworten möchte. Und allein dafür, dass ich mich auf dieses ganz, ganz dünne Eis bewege als Immobilienmakler, das hat ein Like verdient. Ich hatte noch nie ein Video mit 100 Likes. Kann das sein? Müssen wir eigentlich ändern. Und ein Follow hier auf YouTube. Denn ich möchte diesen Markt aus einem deutschen Blickwinkel betrachten, aus einem mitteleuropäischen Blickwinkel betrachten. Ich möchte diesen Markt langfristig betrachten mit meiner Gruppe von Investoren, die über die Jahre auf mich, mein Business gebaut und vertraut haben. Und mit diesen Videos, wo ich auch aus einem Winkel drauf schaue, der vielleicht Dubai nicht so gut dastehen lässt, möchte ich das weiter mit euch gemeinsam vorantreiben. Deshalb, ist Dubai nachhaltig? Wirst du in den nächsten paar Minuten erfahren. Ich freue mich auf das Video mit dir. Der erste Grund, was das Thema Nachhaltigkeit angeht, ist natürlich die Baustellen, die wir überall in Dubai sehen. Das wird sich die nächsten 10, 15 Jahre auch nicht ändern, denn die haben Großes vor hier. Wir wollen 5,8 Millionen Einwohner sein bis zum Jahr 2040. Wir sind aktuell 3,5 Millionen Einwohner. Wir sehen aber die Art und Weise, wie die Projekte genehmigt werden, wie diese Projekte angestoßen werden, wie diese Projekte gelauncht werden und mit was für Tools diese Projekte auf den Markt kommen. Hier auch zum Beispiel Select Group, die hier ein riesiges Areal erschließen, 900 oder 1000 Wohnungen insgesamt innerhalb kürzester Zeit auf den Markt geschmissen haben, nur weil sie es jetzt können. Ja, weil wir natürlich durch verschiedene Faktoren Dubai gerade profitiert. Also ich bin seit 2018, 19 bin ich durch Deutschland schon gereizt und habe den Leuten gesagt, hab diesen Markt auf dem Schirm. Er wird durch diese Talsohle schießen. Ja, wo die Leute gesagt haben, Daniel, du spinnst, wer will nach Dubai? Es ist eine Blase und wer zieht nach Dubai? Die ganzen Millionäre, wir haben gar nicht so viele Millionäre auf der Welt. So, jetzt sehen wir, wie die Menschen dieser Welt durch Verschiebungen unseres Finanzsystems natürlich, von politischen Strömen, geostrategischen, geopolitischen Strömen, Dubai tatsächlich als ja, Mittelpunkt und Zufluchtsort natürlich auch für viele Menschen, vor allem auch aus Europa und natürlich auch von einem gewissen Klientel in Europa. Ne? Ich sage jetzt mal, der Hartz-IV-Empfänger kommt jetzt nicht nach Dubai. So, und wir sehen einfach, wie da der Zuzug kommt von Dubai. Und die nehmen davon Advantage. Das ist Punkt 1, die Bauträger. Denn die gleichen Bauträger haben mir, uns, dir, theoretisch, damals, vor 5 Jahren, im Jahr 2018 oder 19 sogar noch, 5 Jahre, 7 Jahre Post-Handover-Payment-Plan gegeben. Die haben den Maklern 5, 6, 7, 8, 9% Provision bezahlt und waren auch happy, dass jemand einen Deal vorbeibringt. Ja? Die gleichen Bauträger sagen jetzt, weißt du was, Makler? Dir geben wir nicht mal mehr was, sondern dir geben wir die Stockwerke 1 bis 5, den Rest, den kriegen wir sowieso abgewickelt durch unser eigenes Marketing. So, here you go, Mittelfinger auf gut Deutsch. So, die wollen den Zwischenmakler gar nicht mehr haben, das ist aber Punkt 2, was auch nicht nachhaltig ist, komme ich gleich dazu. So, das heißt, die können ihren Stock schon selbst verkaufen, aber was mich viel, viel mehr stört ist, dass die nicht nur die Projekte, die gleichen Projekte, die teilweise 2, 3 Jahre nicht angeschoben haben, jetzt realisieren, im Jahr 2027 Handover machen wollen, aber die Preise eben um 30, 40, 50% erhöht haben und das natürlich die Marge, die dann dem Investor später fehlt. Was ja eigentlich so einen langfristig nachhaltigen Immobilienmarkt ausmacht, ist, dass auch die Menschen, die Gesellschaft daran mitverdient, sich was aufbauen kann hier, die Möglichkeit hat zu flippen, zu entwickeln und das fehlt hier noch massiv und da wird meiner Meinung nach nicht nachhaltig gehandelt. Ja, es werden viele Projekte, viel zu viel gelauncht von den üblichen Verdächtigen, die einfach nur Advantage nehmen of the market, wie es gerade ist. Jetzt wird wieder eine Reihe vor die Dubai Marina geballert, jetzt werden wieder Projekte vor JBR geballert und das ist natürlich einer der Punkte, die mich ein bisschen zweifeln lassen und sagen, hey, das finde ich nicht cool, vor allem in der A-Lage findet sowas statt, bei uns in der B-Lage eher nicht. Wir als Bauträger, wir haben auch kaum die Preise angezogen, weil wir eben genau dieses Wertsteigerungserlebnis an unsere Investorengruppe aus Europa weitergeben wollen, weil wir wollen, dass du uns an deinem Netzwerk weiterempfehlst und sagst, hey, die Jungs machen einen guten Job,
Kauf bei denen. So, also als Vergleich, unser erstes Projekt Haven haben wir im Schnitt 750.000, die haben für eine Wohnung One Bedroom verlangt oder 790 oder irgendwas. In dem Bereich, bei Ivy war es 850 oder 830 und bei Vibe, beim dritten Projekt, sind wir 850. Wir wollen auch in dieser Range bleiben. Wir wollen, dass es sich für den Investor lohnt und für uns, nicht nur für den Bauträger. Punkt 2, Makler. Makler zu werden ist etwas sehr, sehr, sehr Einfaches in Dubai, was grundsätzlich gar nicht mal schlecht ist. Ich habe ja auch ohne Marktknowledge angefangen. Ja, ich bin ja auch praktisch als Quereinsteiger hier eingestiegen. Aber wir sehen eben, die Zahlen, die da online kursieren, sind ein bisschen verschoben. Ne? Es gibt nicht genau, es gibt Dunkelziffer sehr groß, weil teilweise ja die Hausfrauen auch Makler sind oder der Friseur oder sowas. Aber wir vermuten, dass bis zu 30.000 Makler sich aktuell im Dubai-Markt rumtreiben. Auch das ist nicht nachhaltig. Das müsste viel mehr reguliert werden. Und auch das müsste, da müsste die Einstiegshürde gerade ein bisschen nach oben gesetzt werden. Ich kenne es ja auch, die ganzen Influencer aus Deutschland, jetzt ist Sami Slimani, ist jetzt Makler und keine Ahnung, irgendwelche ehemaligen Networker, die jetzt keine Kohle mehr verdienen oder Crypto-Bros sind jetzt Makler und bieten halt irgendwas an for the sake of anbieten. So, bringt mich zu Punkt Nummer 3. Jeder bietet ja das Gleiche an. So, alle Makler bieten dir Ellington an, bieten dir Damak an, bieten dir Ima an, bieten dir Meras an, bieten dir hier die üblichen Verdächtigen halt, Danube und wie sie alle heißen. Das sind immer die gleichen üblichen Verdächtigen. So, die fragt dich mal, warum bietet dir denn jeder das Gleiche an? Und frag mal den Makler, oh, vielen Dank für die Broschüre, warum schickst du mir das? Mit welcher Intention? Und dann sagt der, oh, ey, geiles Investment, bla bla bla. Wertsteigerung, Mietrendite, dis, das, boom, bang. Okay, basierend auf welchem Fakt hast du das? Zeig mir mal die anderen Projekte von denen. Und dann spätestens hast du die Person ein bisschen in die Enge gedrängt. Denn was hier 2027 fertig werden soll, und das ist meine Angst, und ich glaube, ich habe immer recht gehabt, was den Dubai-Markt angeht. Wir werden diesen Mexican Standoff-Szenario wieder haben im Jahr 25, 26, 27. Bin ich absolut der Meinung. Wo es im Jahr 2023 hingeht, werden wir uns am Live besprechen. Kommen wir dann dazu. Aber faktisch ist, dass wir das ein bisschen besser regulieren müssen, meiner Meinung nach hier in Dubai. Und das ist so ein bisschen die Gefahr, dass die Makler ihr Unwesen hier treiben, ohne wirklich Ahnung zu haben vom Markt. Letzter Punkt ist tatsächlich die geopolitische Landschaft, in der wir uns gerade wiederfinden. Ja, wir sehen, dass Regierungsbauträger Werbung in Russland schalten. Wir sehen, dass hier ganz, ganz viel Geld reinfließt, vor allem in die A-Lagen. Deshalb steigen die Preise da massiv. Und für mich ist das ein großes Alarmzeichen, denn, und das kannst du gerne mitschreiben, Dubai hat immer geboomt vor großen Weltwirtschaftskrisen. 2007, 2011, 12 und jetzt boomt wieder das Dubai. Deshalb, ich wäre gerade ein bisschen vorsichtig. Jetzt sagst du, warum sagst du das als Makler, wenn du doch hier selbst dein Geld verdienst? Ich sag's, weil es meine verdammte Pflicht ist, das zu sagen. Und ich sag euch auch, liebe Investoren, Dubai ist super interessant, wenn du es auf 10 Jahre betrachtest. So, wenn du jetzt einsteigst, ist, wenn du bei Bitcoin bei 65.000 gerade einsteigst. Das ist mein Approach. Wir sagen gerade unseren Leuten, warte noch ein halbes Jahr, 7, 8, 9 Monate, wenn du was in der A-Lage suchst, dann kaufen wir es lieber einem Russen ab für 30% weniger. Das ist so ein bisschen mein Ansatz. Und den werde ich auch weiterhin verfolgen. Deshalb, wenn du mit mir und meinem Team in Kontakt treten möchtest, das, was du hier erfährst, bekommt mein Team times 10x jeden Tag injiziert und ins Hirn reingeballert. Das heißt, die wissen und kennen den Markt ganz genau durch meine Linse und wissen genau, was sie ihren Investoren anbieten können. Wir sind langfristig hier, wir sind seit 10 Jahren hier, wir werden die nächsten 10 Jahre noch hier sein. Und wir sind hier in Dubai alle zu Hause. Deshalb würde mich freuen, wenn du mit uns in Kontakt tretest. Dieser Markt ist einer der interessantesten der Welt. Und wir sind hier praktisch in New York in den 80er Jahren. Aber er hat auch massiv viele Gefahren, auf die dich leider viel zu wenig Leute hinweisen. Das ist meine Aufgabe, das ist der Grund für diesen YouTube-Account. Ich würde mich freuen, wenn du weiterhin folgst, wenn du unten auch ein bisschen unsere weitere Wertschöpfungskette, unseren Immobilieninvestmentkurs, unsere Immo-Lives jeden Sonntag oder jeden zweiten Sonntag natürlich auch gerne kostenlos mit reinschaust. Mein Name ist Daniel Garofoli. Seit 10 Jahren treibe ich hier mein Unwesen als Immobilienmakler.
und als Immobilienunternehmer inzwischen mit eigener Bauträgergesellschaft, eigener Anwaltskanzlei, eigener Maklerei, Marketing Company, Property Management Company. Das heißt, wir sind hier richtig breit aufgestellt, um dir, dem deutschsprachigen Investor, ideal hier in Dubai den Start in den Immobilienmarkt zu ermöglichen. Das Wort hat mir gefehlt. So, in diesem Sinne, Zeit für Abendessen. Rock'n'Roll, bye bye.